Willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Vor einigen Wochen habe ich schon ein Video gemacht über die Steinhardt Ocean 39 500 Premium Keramik GMT oder so ähnlich. Und sie hat mir so gut gefallen, dass ich sie mir kaufen musste. Hier ist sie. Ich habe sie mir also tatsächlich auch gekauft, quasi unmittelbar nach dem Video. Und bei jeder neuen Uhr gibt es ein eine Woche am Arm Video von mir. Ihr werdet im Laufe des Videos sehen, dass ich zwischendrin mal beim Friseur war. Das heißt, ich habe diese Aufnahme, die ihr jetzt gerade seht, mitten in der Woche gemacht. Normalerweise versuche ich bei One Week alles wirklich eins nach dem anderen zu machen, um eine echte Chronologie zu haben. Aber meine ursprüngliche Einleitung war völliger Müll. Der Ton war Crap. Das musste ich neu machen und deshalb habt ihr hier einen kleinen Bruch drin. Seht's mir nach und erfreut euch an dem Video. Gleich geht's los. Wir haben Mittwoch, Tag 1 meiner eine Woche am Arm. Die Steinhardt Ocean 39 GMT 500 Premium Keramik, wie auch immer, ist heute angekommen. Ich habe sie direkt an den Arm getan und wie ihr sehen könnt, habe ich das schwarze Kautschukband montiert. Das Stahlband habe ich schon auf die richtige Länge justiert, aber ich wollte unbedingt mal gucken, wie lange ich Kautschuk bzw. Gummibänder insgesamt aushalte, denn da bin ich eigentlich nicht so der Riesenfan von. Deshalb ist das ein Teil meines Tragetests. Eine Woche am Arm, die Steinhardt Ocean 39 GMT mit der schwarz-blauen Keramiklünette am Kautschukband, aber ich werde mit Sicherheit mit Bändern auch diese Woche noch etwas spielen. Mein erster Eindruck ist super, trägt sich prima. Ich werde euch im Laufe der Woche verschiedene Sachen zeigen, die ich jetzt schon gesehen habe und die vielleicht noch im Laufe der Woche dazukommen. Ja, wir haben Mittwoch, wir haben, kann man das sehen? Ja, wir haben 11:15. Die Steinhardt ist am Arm und ich habe schon festgestellt nach der kurzen Zeit, also einem halben Tag, dass man in einem Review, wo man die Uhr nur 20 Minuten, eine halbe Stunde oder eine Stunde anguckt, aber nicht wirklich trägt, man nicht alles erfassen kann. Was ich zum Beispiel so nicht auf dem Schirm hatte, dass nach meinem Empfinden die Uhr im Tageslicht am Arm etwas kleiner wirkt, meiner Meinung nach, als 39 mm. Bei Nacht aber etwas größer. Ich werde euch das im Laufe der Woche nochmal genau zeigen, woran ich meine, dass das liegt. Meine zweite Erkenntnis ist, dass ich mit einem Kautschukband wahrscheinlich einige Tage gut leben kann, aber ich glaube nicht die ganze Woche. Und die dritte Erkenntnis, dass mir nicht aufgefallen ist, dass die Steinhardt vergleichsweise breite Zeiger hat, was die Uhr alles andere als filigran erscheinen lässt und sie sich dadurch von vielen anderen Uhren der Ocean-Reihe bei Steinhardt abhebt, was ich im Grunde ganz gut finde, auch wenn die breiten, vielleicht sogar leicht pummeligen Zeiger doch sehr ungewöhnlich sind. Wir haben Donnerstagmorgen, 7 Uhr, die Steinhardt GMT ist noch am Arm. Sie war die ganze Nacht am Arm, war absolut ausreichend ablesbar. Das Kautschukband ist erstaunlich unangenehm gewesen in der Nacht. Tagsüber ging es. In der Nacht hat es mich in der Tat etwas gestört. Ich kann noch gar nicht genau sagen, woran es liegt. Mal sehen, was die nächsten Tage geben. Ja, falls es euch interessiert, hier im Hintergrund bei mir ist gestern ein Puppenzirkus aufgezogen. Mal schauen, was das gibt und vielleicht schaffen meine Frau und ich es ja einmal, dahin zu gehen. Eine weitere Erkenntnis, meine Frau mag keine Uhren mit wechselfarbiger Lünette, also weder Coke, Pepsi noch die Batman gefallen ihr alle nicht. Mir gefallen sie alle sehr gut, einer der ganz wenigen Punkte, wo meine Frau und ich nicht einer Meinung sind. Wir haben Donnerstagabend, Tag 2, meine Steinhardt
Ocean 39 GMT 500 Premium Keramik ist immer noch am Arm. Ich finde die Uhr klasse. Ich bin überrascht, dass ich trotz der Hitze, wir haben jetzt bei uns in der Wohnung ungefähr 28 Grad, trotz dieser Hitze unter dem Kautschukband nicht zu sehr schwitze. Ich zeige euch morgen und übermorgen, woran das meiner Meinung nach liegt. Das ist dann auch der Tag, an dem ich wahrscheinlich das Kautschukband wechseln werde. Ansonsten eine Uhr, die ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Von der Größe passt sie super. Sie sieht klasse aus. Sie macht mir wirklich Spaß. Ich hatte ja angedeutet, dass ich der Meinung bin, dass sie bei Tageslicht kleiner wirkt als 39 mm, nachts größer. Ich zeige euch mal, woran das liegt. Ich habe heute über Tag dazu ein paar Aufnahmen extra dafür gemacht. Ich bin also jetzt hier bei mir auf dem Balkon. Und wie ihr sehen könnt, hat das Saphirglas eine Phase eingeschliffen, die nicht nur ein optischer Hingucker ist, sondern auch bei der Draufsicht dazu führt, dass das Ziffernblatt und die eigentliche Zone, in der die Zeit angezeigt wird, optisch noch einmal ein klein wenig verkleinert wird. Auch aus der Ferne, also das ist jetzt hier mit dem Weitwinkel gemacht, kann man sehen, die Uhr ist tatsächlich die 39 mm groß, aber das Ziffernblatt selber wirkt doch insgesamt relativ klein. Zum einen durch die breite Lünette, zum anderen durch den Schliff des Glases und zum dritten durch den schrägen Reo, der dazu führt, dass der plane Teil des Ziffernblattes noch einmal ein kleines bisschen kleiner ist, sodass das Ziffernblatt insgesamt in meiner Wahrnehmung etwas schrumpft, sich zur Mitte hin quasi zusammenzieht und nachts dadurch, dass die gesamte Lünette beleuchtet ist, erscheint sie deutlich größer und macht ein wirklich breites Bild in der Nacht. Ja, das ist also meine Wahrnehmung für heute, der Ocean 39 GMT. Morgen übermorgen zeige ich euch was zu den Bändern. Jetzt gehe ich ins Bett und freue mich aufs Schlafzimmer, denn das ist der einzige klimatisierte Raum bei uns in der Wohnung. Wir haben Freitagmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Meine Steinhardt Ocean 39 GMT Premium Keramik 500 ist noch am Arm. Ich mag die Uhr wirklich sehr, sehr gerne. Sie ist in der Nacht prima ablesbar, was mir sehr wichtig ist. Allerdings, wie ich es auch gestern schon angedeutet habe, gefällt mir gerade in der Nacht das Kautschukband nicht besonders. Ich zeige euch gleich auch, woran das liegt. Ansonsten wirklich eine Uhr, die ich richtig toll finde. Aber heute werde ich einmal versuchsweise auf das Stahlband wechseln und schauen, ob mir die Uhr damit noch besser gefällt, als sie es nicht ohnehin schon tut. So, hier haben wir jetzt die Steinhardt 39 mit dem Kautschukband. Zum Kautschukband möchte ich zum einen sagen, es ist relativ fest, hat keine großartig abgerundeten Kanten. Also was das betrifft, ist zum Beispiel das Silikonband von Sinn angenehmer zu tragen. Die Kanten sind schon deutlich spürbar, wenn man mit dem Daumen drauf drückt. Und wenn sich das Band dann am Arm ein bisschen verkantet, wenn sich die Uhr bewegt, dann merkt man die Kanten schon in der Haut. Das habe ich also festgestellt. Aber das ist nicht der Hauptgrund, weswegen ich die Uhr nachts am Kautschukband nicht so gerne trage. Vielmehr ist es die Schmetterlingsfallschließe. Das Kautschukband insgesamt ist sehr stabil, sehr fest. Die Uhr bewegt sich relativ wenig auf dem Arm. Wenn sie am Arm ist, dann hält das Band die Uhr ziemlich fest in der Position. Es gibt keine Kopflastigkeit, sie rutscht nicht drüber, was dazu führt, dass die Schließe immer an derselben Stelle ist und bei einer seitlichen Bewegung, wo man sich mal bewegt, der Innenteil der Schließe ja, dieser Faltmechanismus immer an der gleichen Stelle der Haut sich hin und her bewegt.
Und das habe ich festgestellt, stört mich. Das Gute an dem Kautschukband ist, die Struktur auf der Innenseite, die erlaubt eine gute Durchlüftung. Man schwitzt darunter wirklich nicht sehr viel und das ist etwas, was ich wirklich gut finde. Wir haben Freitagabend, Tag 3 meiner eine Woche am Arm, Steinhardt 39, Ocean GMT 500 Keramik. Wie ihr sehen könnt, habe ich aufs Stahlband gewechselt, finde ich bei den Temperaturen doch etwas angenehmer. Wir haben nämlich eine wirkliche Bullenhitze. Es ist richtig, richtig knackig warm. Und naja, deswegen das Stahlband. Heute über Tag habe ich eine Sache festgestellt, die ich euch gerne etwas genauer im Detail zeigen möchte. Und zwar handelt es sich bei der Steinhardt ja um eine GMT-Uhr. Und wenn ihr jetzt auf das Ziffernblatt guckt, ist es gar nicht so leicht, den GMT-Zeiger direkt auf die Schnelle zu identifizieren. Ich habe das mal etwas vergrößert. Hier seht ihr ihn. Wenn der Minutenzeiger über den GMT-Zeiger sich bewegt, dann ist er nur ganz, ganz schwer zu sehen. Im schnellen Vorlauf überspringen wir jetzt etwas die Zeit und ja, dann wird der GMT-Zeiger auf der anderen Seite wieder sichtbar. Der GMT-Zeiger ist sehr dezent, allerdings in dem Moment, wenn der Minutenzeiger darüber hinweg geht, so gut wie nicht ablesbar. Hier hätte ich mir vielleicht eine etwas andere Farbe oder eine breitere Spitze gewünscht, denn wenn ich wirklich die zweite Zeitzone ablesen möchte, dann möchte ich sie auch immer ablesen, also auch wenn der Minutenzeiger darüber hinweggeht. Ist keine wirklich große Sache, ist mir aber aufgefallen, dass mich das wahrscheinlich stören würde, wenn ich wirklich drauf angewiesen bin. Wir haben Samstagmorgen, Tag 4 meiner eine Woche am Arm, die Steinhardt Ocean 39 Premium 500 GMT Keramik ist immer noch am Arm. Ich kann mir den echten richtigen Namen nicht merken. Es sind einfach zu viele Teile. Steinhardt, bitte, 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 mach das etwas einfacher. Das ist einfach zu viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Stahlband war über Nacht viel angenehmer als das Kautschukband. Das Kautschukband sieht deutlich sportlicher aus, aber das Stahlband ist angenehmer. Es wird wohl eine ganze Zeit lang dran bleiben. Wir haben 10 vor 9, wie ihr gesehen habt, und wie ihr auch sehen könnt, die Sonne brutzelt bereits in voller Hitze runter. Ich wollte euch noch ganz kurz eine Sache zeigen, weil ich die wirklich klasse finde, und das ist die Tatsache, dass das Stahlband von 20 mm am Anstoß sich verjüngt auf 16 mm bei der Schließe. Manche sagen, das sei zu feminin. Ich persönlich finde das sehr, sehr angenehm zu tragen, weil dadurch das Stahlband am Arm in keinster Weise drückt oder sich einklemmt. Das ist einfach ganz, ganz schmal am Handgelenk und das finde ich super angenehm. Wir haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, es ist so kurz nach 2. Meine Steinhardt ist noch am Arm. Wir hatten ein wunderschönes Geburtstagsfest mit Freunden von uns, haben lange draußen gesessen, haben die Hitze relativ gut überstanden. Und ja, was soll ich sagen? Der Tag heute war elendiglich heiß. Es war mit Sicherheit über 30 Grad, es war schwül dabei, aber mit dem Stahlband am Arm ist die Uhr wirklich angenehm gewesen zu tragen. Ich bin heute mit dem Hund raus gewesen, allerdings nur auf einem wirklich, wirklich kurzen Gang, denn bei dieser elendiglichen Temperatur war es nicht anders auszuhalten. Selbst der Hund hechelt und kann nicht mehr, aber er musste unbedingt raus, sonst hätte es ein Unglück gegeben. Ansonsten wäre ich um diese Zeit und dieser Temperatur mit dem Hund auch wirklich nicht rausgegangen. Warte, komm. Naja, manchmal hört er wenigstens. Das ist doch schon mal etwas. Ja, ich versuche morgen was länger zu schlafen und melde mich dann wieder. Wir haben Sonntag, Tag 5 meiner eine Woche am Arm. Die Steinhardt Ocean 39 GMT Premium ist noch am Arm.
Eigentlich wollte ich heute Morgen etwas ausschlafen, hat super geklappt. Wie ihr sehen könnt, es ist 7:50. Ich bin heute Morgen um 6:30 wach geworden, habe gedacht, na, es gibt eigentlich keine bessere Zeit, mit dem Hund eine größere Runde zu drehen, als so früh morgens, bevor es mir so heiß wird. Also bin ich seit 6:30 im Wald gewesen, habe eine größere Runde gedreht und jetzt gibt's bei mir einen Kaffee und dann fängt der Tag hoffentlich ganz gewohnt an. Ich kann nur sagen, die Steinhart ist super angenehm, auch wenn es warm ist, man ein bisschen schwitzt am Arm durch das schmaler werdende Armband. Sehr, sehr angenehm und ich freue mich auf die restlichen Tage. Wir haben Sonntagnachmittag, Tag 5 und ich habe ein kleines bisschen mit der Steinhart rumgespielt. Ich habe mir unter anderem die Lünette angesehen und ein bisschen mit Bändern gespielt und das wollte ich euch jetzt noch mal kurz zeigen. Ja, bei einer GMT-Uhr muss ich für mich die Lünette überhaupt nicht drehen, denn mit der 24-Stunden-Anzeige habe ich eh eine Herausforderung. Da muss ich also die 0 Uhr auch oben auf der 12 Uhr Position haben. Man kann die Lünette drehen, aber sie ist relativ schwergängig, was unter anderem auch daran liegt, dass die Lünette keinen besonders scharfen Griff hat. Das sind relativ weiche Ecken. Wenn es eine Taucheruhr wäre und ich die Lünette bräuchte, würde es mich wahrscheinlich stören. Bei der GMT-Uhr stört es mich nicht. Schauen wir uns mal unterschiedliche Bänder an. Ich habe hier bisher das Steinhart-Kautschuk dran gehabt und das Stahlband. Hier haben wir ein Hirsch-Kautschuk, was ebenfalls von 20 auf 16 mm zuläuft. Das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Ich glaube auch, dass sich das angenehmer trägt als das Kautschukband von Steinhart, weil es insgesamt etwas weicher ist. Dann habe ich noch ein wasserfestes Eulitband genommen, innen mit Silikon, kann man also auch mit schwimmen und duschen, mit einem braunen Leder außen. Ja, ich glaube, das kann man machen, aber das muss man nicht unbedingt machen. Also es ginge, aber es reißt mich nicht vom Hocker. Dann haben wir noch ein Vintage-Leder mit den typisch abgesetzten Steppnähten. Das finde ich passt überhaupt nicht. Also passt überhaupt nicht zum Charakter der Uhr, würde ich auch nicht machen, gefällt mir nicht, muss nicht sein. Und als letzte Variante habe ich mir ein Schwimmbadband überlegt, beziehungsweise hier das Perlenband von Eulit. Die finde ich im Sommer immer ganz angenehm, weil sie wirklich sehr luftig sind, schnell trocknen. Aber auch das passt nach meiner Meinung nicht hundertprozentig zur Uhr. Ich stelle also fest, dass diese Uhr, was Bänder betrifft, nicht so variabel und so vielseitig ist wie andere Uhren, die ich habe. Gut zu wissen, dann braucht man auch nicht viel rumzuspielen. Ein schwarzes Silikon, ein schwarzes Canvas vielleicht und das Stahlband und man ist gut ausgerüstet. Ja, Montagmorgen, Tag 6 meiner eine Woche am Arm. Meine Steinhart Ocean 39 GMT Premium Keramik ist noch am Arm. Wir haben kurz vor 7:30 und eine Uhr, die ich wirklich richtig klasse finde, die ich wirklich zu schätzen gelernt habe in dieser Woche. Ich bin etwas enttäuscht, dass ich nicht so mit Bändern spielen kann, wie ich das erwartet habe. Aber insgesamt eine Uhr, die mit Sicherheit ihre Zeit an meinem Arm bekommen wird. Wir haben Montagabend, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und meine Steinhart Ocean 39 GMT ist noch am Arm. Das Stahlband hat sich durchgesetzt, das kann ich also schon mit Sicherheit sagen und ich kann auch mit Sicherheit sagen, dass ich mit der Größe absolut glücklich bin und mich auch hier die Gehäuseform nicht so stört, wie sie mich bei der 42 mm Variante stört. Ich bin gespannt, wie oft sie über die Zeit an meinen Arm kommt und morgen gibt es dann ein Fazit und vielleicht beginne ich ja am Mittwoch schon die nächste Überraschung, aber da will ich noch nicht zu viel verraten. Freue mich auf jeden Fall schon mal wahnsinnig auf Mittwoch. Ja, vielleicht freut ihr euch auch, ich bin mal gespannt, was draus wird. Ja, am Dienstag, 10:45. Meine Steinhart Ocean 39 GMT Premium 500 Keramik ist noch am Arm und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Uhr. Sie wird ein Keeper bleiben, mit großer Wahrscheinlichkeit am Stahlband, vielleicht auch mal am Canvasband. Und ja,
Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit der Uhr. Abschließend wollte ich noch auf einen Punkt eingehen, weil der immer wieder kommt. Steinhart sei ja nur eine Kopie von Rolex. Und an dieser speziellen Uhr möchte ich auf diesen Punkt eingehen, denn wenn es eine Kopie gewesen wäre, hätte ich sie mir nicht geholt. Ich glaube, dass die Uhr sich in vielen Punkten deutlich genug von der Rolex unterscheidet. Und das möchte ich euch jetzt zum Abschluss noch einmal zeigen. Ja, hier haben wir jetzt die Steinhart Ocean 39. Das erste, was auffällt, das Datum ist auf der 6 Uhr Position. Rolex hat, wenn denn Datum, diese auf der 9 Uhr Position mit einer entsprechenden Datumslupe und nicht auf der 6 Uhr Position. Die Zeigerform ist komplett anders als bei Rolex, hat auch nicht die Mercedes-Zeiger, auch hier ein ganz deutlicher Unterschied. Ein weiterer Unterschied zu Rolex ist das facettierte Saphirglas mit der eingeschliffenen Kante. Auch das hat Rolex in dieser Form nicht. Und der Reo unterscheidet sich auch deutlich von Rolex. Insgesamt finde ich also, dass Ziffernblatt und Erscheinungsbild sich stark unterscheidet und ebenso auch die Gehäuseform. Hier haben wir eine relativ gerade Gehäuseform. Rolex hat die abgerundeten Hörner, die nach unten sich biegen. Hier haben wir eine ziemlich plan verlaufende Gehäuseflanke. Insgesamt finde ich also, dass es natürlich Ähnlichkeiten gibt, aber es gibt auch signifikante Unterschiede, die der Steinhart eine Berechtigung geben, jenseits dessen, was Rolex macht. Meine Meinung, wenn es eine Kopie gewesen wäre oder zu nah am Original, hätte ich sie mir vielleicht oder wahrscheinlich nicht geholt, denn das möchte ich dann doch nicht so gerne haben. Ja, das war also meine eine Woche am Arm mit einer Uhr, die ich zum einen wunderschön finde, die sich angenehm trägt, die mit 690 Euro auch in einem akzeptablen Preisrahmen ist, qualitativ hochwertig. Was soll ich noch sagen? Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf den Sommer, wenn diese Uhr noch häufiger in den Arm kommt. Bleibt gesund, bleibt mir treu und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.